D-R-E-W. Was geht? Willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Und ich bin gerade in meinem Haus und ich weiß nicht, ob das gut ist. Kevin, du bist gerade auch hier, richtig? Ja, das ist gut. Okay. Weil wenn es nicht gut wäre, wäre ich nicht hier. Okay, Leute. Kevin hat mir erzählt, er hätte irgendetwas bei mir geplant. Irgendetwas sei wohl geschehen, meine Freunde. Und ich bin hardcore gespannt, was es ist. Mein Kühlschrank ist wieder da. Kevin, wo kommt mein Kühlschrank her? Ich habe das alles wieder hier repariert. Was? Du hast alles wieder richtig gemacht? Ja, ist alles repariert. Alter, du hast sogar meine Rüstung wieder hingestellt. Ja, ich weiß nicht, ob die Treppe so richtig ist. Da habe ich jetzt ein paar Mal die Leute gefragt, aber die meinten, das wären Glasscheiben. Nee, das passte. Oh mein Gott, du hast alles wieder sauber gemacht, Kevin. Alter, danke schön. Kein Problem. Korrekt von dir. Korrekt. Was ist da? LOL! Ah! Als ob! Nicht dein Ernst. Hast du den gebaut? Ja. Da ist auch noch mal, Junge! Da, auf dem Ballon befindet sich auch noch eine Überraschung für dich im Korb. Da ist ein R. Ey, wie komme ich denn da hin? Habe ich eine Enderpearl? Nee, ich habe keine. Nee, du müsstest Dirtblöcke am besten oder so nehmen. Alter, wie lange hast du daran gesessen? Der sieht ja mal ultra krass aus. Was zum Teufel, Junge? Ich habe gestern einen ganzen Livestream da. Oh mein Gott, hast du den frei gebaut? Ja, oder? So mit Dirt, Alter, habe ich mich rübergebaut und dann... Ohne Vorlage, einfach gebaut. Nee, ich habe mir schon ein bisschen helfen lassen. Aber trotzdem, Junge. Alter, warum, Kevin? Womit habe ich das verdient? ich sag mal so. Also, ich hatte das Gefühl, dass der Troll, den ich gemacht habe, nicht ganz so gut war. Ja, also, ich sag mal so, Kevin. Es gab Momente, da wollte ich mir das Leben nehmen hier in Craft Attack. Alter Schwede. Oh, Junge, mein Kühlschrank ist wieder da. Leute, schaut euch diesen kranken Ballon an. WTF, Mann. Oh mein Gott. Ey, ich muss unbedingt darüber. Ja, am besten so baust du dich von hier aus rüber. Von hier. Quasi. Mein Helikopter steht auch noch. Boah, Kevin, Alter, das sieht so gut aus, Mann. WTF, ich hätte das niemals so hinbekommen. Oh mein Gott, Alter. Ey, die Leute haben gestern schon geschrieben die ganze Zeit so, was machst du denn, wenn Revi der Ballon nicht gefällt? Ey, der sieht so heftig aus. Ich sag die ganze Zeit, der wird dem schon gefallen. Der sieht so gut aus, Alter. Ohne Spaß, Junge. Was Teufel, Alter. Ohne Witz. Oh nein, da unten fängt Mo jetzt an mit dem Hafenbereich. Direkt unter meinem Haus. Ich hab's euch gesagt, Leute. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab hier. Das ist genau das, Alter. Na egal, unter mir der Strand, der wird auf jeden Fall... Wer hat den da? Wieso ist da Wasser? Ach Gott, den da wahrscheinlich schon wieder. Leute, ist egal. Ich werde auf jeden Fall noch meine Yacht hinbauen und so weiter und so fort. Meinen eigenen kleinen privaten Hafen und Strand hinmachen. Aber erstmal schauen wir uns diesen wunderschönen... Alter, sieht das heftig aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Für schlechte Zeiten. Okay, Kevin, soll ich diese Kiste öffnen? Kannst du machen. Warte. Bevor ich das mache, muss ich jetzt erstmal nach oben gucken gehen. Ich muss erstmal gucken, was hier oben noch so drin ist. Alter, oben habe ich nur ausgeleuchtet, damit da keine Monster Alter, drin spawnen. Alter, aber guck mal, wie groß der ist, Leute. Oh mein Gott, das ist heftiger als alles, was ich jemals selber gebaut habe. Oh, hoho. Ey, Kevin, vielen, vielen Dank. Ohne Witz, ich hätte niemals daran gedacht, sowas selber zu bauen. Ich finde es aber so chillig, Alter. Richtig, richtig geil. Dankeschön, Mann. Kein Problem. Richtig korrekt. Okay, Leute, jetzt schauen wir mal in die Kiste hier rein. Was ist denn los? Ich hab noch gar nicht Geburtstag. Eww, eine komplett... ja, genau. Okay, alles klar. Oh mein Gott, diese Pickaxe. Okay, aber man muss dazu sagen, deine Zuschauer, die haben aber auch fleißig geschrieben, was du alles benötigst noch. Junge, ich hab halt noch gar nicht so richtig, ne? Alter. Ja, die haben all geschrieben halt so, dass da du das Da ist dann noch mal ein OP-Bogen drin und alles. Yo, Kevin, Alter, was geht ab, Alter? Ey, Leute, wir haben einfach ein zweites Rüstungsset bekommen. Junge, Kevin, womit habe ich das verdient? Nur weil ich die ganze Zeit gelitten habe, Kevin. Denn damit du heute um 19.30 Uhr einen wunderbaren Livestream machen kannst. Kevin, du weißt ja, was ich den Leuten angekündigt habe, ne? Ja. Dass ich heute Abend im Livestream... Kevin steht so oder so auf meiner Seite. Ich weiß, dass Kevin sich da beauftragen lassen hat, Kevin. Und das ist auch nicht schlimm, weißt du, was ich meine? Weil klar, Kevin, du musst auch irgendwo deinen Unterhalt verdienen. Weißt du, dir sehe ich sowas nach. Wenn das jetzt von irgendwem anders gekommen wäre, wäre das nicht okay gewesen, Kevin. Aber dir kann ich sowas hundertprozentig nachsehen. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Aber Leute, und ich stehe zu meinem Wort, heute Abend muss ich trotzdem Patrick irgendwo eine Lektion erteilen. Und die wird es heute Abend abbauen? Die mache ich gleich. Geh nochmal nicht rüber, da sind noch ein paar Sachen in der Kiste. Ach so. Alter, Kevin, vielen, vielen Dank, Leute. Ihr müsst unbedingt mal bei Kevin vorbeischauen. Du hast es gestreamt, hast du es nur, ne? Nicht aufgenommen? Ja, ich habe es nur gestreamt. Also ja, schade, aufgenommen. Schade. Dafür hatte ich nicht die Zeit, ey. Das war so viel gestern. Junge. Allein diese Rüstung, Alter. In Schlag, ja. Kevin. Ich küsse dein Auge, Mann. Was geht ab, Alter? Ohne Spaß. Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich diese Rüstung hinpacken soll. Ich habe diese ganzen Päuschentränke noch. Die müssen wir mal rauspacken. Da machen wir uns mal eine geheime Kiste für. Die mache ich dann nach der Aufnahme irgendwo ganz secret irgendwo hin, Leute. Aber ehrlich, Kevin, vielen, vielen Dank, Mann. Ohne Witz. Das sind alles Sachen, die ich wirklich gut gebrauchen kann. Gerade für heute Abend eventuell, weißt du, Kevin? Kevin! Ja, warte, ja? Ich sag mal so. Oh, mir ist was rausgefallen. Ah, jetzt! Ah!
Juhu! Oh, heute Abend, Leute, heute Abend wird eine lustige Zeit für uns alle werden. Da könnt ihr auf jeden Fall alle für. Shit, Kevin, Alter, ist das dein Ernst? Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, ich crafte mal ganz alle Dias hier zu einem Block zusammen, Leute. Ey, wir müssen... Kevin, bist du heute Abend unterstützenderweise dabei? Ja, bin ich. Okay, Leute, denn wir haben ja, wie gesagt, heute Abend das Ziel, Petrit ein letztes Mal zur Rede zu stellen, denn ich fand, dass diese Geschichte mit diesem wunderbaren Prank, der da bei mir abgezogen ist, der ging einfach zu weit. Und Kevin ist das Problem gewesen. Kevin war nur das Werkzeug, aber der Initiator war Petrit, meine Freunde. Und viele werden jetzt sagen, nein, Revi, Kevin hat das und das und das. Kevin hat in dieser Geste bewiesen, meine Freunde, wie unglaublich loyal er sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Und das, was Petrit da gemacht hat, ist nicht mehr tragbar, Leute. Und deshalb, und nur deshalb, wird es heute Abend so weit kommen, wie ich es bereits versprochen habe, Leute. Ich werde mich heute Abend gegen Petrit stellen. Und ich bin mir sicher, dass Petrits Haus heute Abend noch den einen oder anderen Schaden davon tragen wird, weil ich einfach ganz ehrlich gesagt kein Interesse mehr daran habe, dass das hier so weitergeht, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, mir reicht das. Weißt du, was ich meine? Ich komme auf den Server und immer passiert irgendwas bei mir. Verstehst du, was ich meine? Das aber Petrit irgendwann musste gestern auch schon ein bisschen leiden, ey. Inwiefern? Was hast du gemacht? Sein Haus wurde von irgendeiner Creeper-Invasion angegriffen. Ich war hier unten so am Bauen. Mir ist auch einmal bei deinem Haus ein Creeper explodiert. Oh, das war so mitten. Ich war voll im Stress. So. Ich denke die ganze Zeit, boah, ich muss die Sachen fertig kriegen. Ne? Das war purer Stress. Und auf einmal, ich stehe hier so in dem Kistenlager, weil ich musste hier mir die ganzen bunten Blöcke und so musste ich hier ja immer so zusammenfrickeln. Das ist ultra aufwendig gewesen, oder? Ja, weil das ist alles Beton. Ja, ne? Der ist ultra nervig. Den musst du ja noch dann abbauen wieder. Ja, ne? Ja. So, und auf einmal höre ich nur so Explosion. Ich denke so, boah, Alter, was ist da los? Ne? Ich habe zuerst gedacht, Petrit hätte irgendwie an deinem Haus gesprengt oder so auf einmal. Ja. Dann gucke ich hoch, Petrit lockt sich aus. Denkst du, hä, gehe ich so hoch zu seinem Haus? Er lockt sich ein, auf einmal voll viele Creeper. Aber richtig viele. Bei dem sind irgendwie 6 oder 7 Creeper hochgegangen. Seine ganzen Kisten, alles wurde gesprengt. Ah, damn, nice. Der hat sich richtig abgefuckt. Ja, Junge, 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 das reicht mir nicht. Wisst ihr, Leute, das ist das Karma-Prinzip. Karma kommt irgendwann und holt euch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich brauche meine private Blutrache trotzdem. Es mag vielleicht ein wenig primitiv klingen, Leute, aber ganz ehrlich, ganz ohne geht's nicht. Kevin und Early Boy stehen weiter auf meiner Seite. Kevin, ich habe auch noch genügend Diamanten, um euch zu bezahlen, also macht euch da keine Sorgen. Ja, das ist doch eine Sache. Ich muss jetzt die restliche Craft-Attack-Zeit umsonst meinen Dienst erweisen. Als ob, warum? Ja, weil das die Zuschauer von mir verlangt haben. Die haben gesagt, ich soll umsonst meinen Dienst jetzt erweisen. Jackpot! Oh, geil! Oh, geil! Okay, Kevin, du musst unbedingt langsam nach Utopia ziehen. Wir müssen dir unbedingt ein Grundstück abstecken, Kevin. Du musst unbedingt hier hinkommen. Du musst unbedingt hier hinkommen, Alter. Ohne Witz. Ja. Du musst richtig dringend hier hinziehen, Alter. Wir sollten dir irgendwo was errichten, Alter. Leute, wir werden auf jeden Fall heute Abend nicht nur rumtrollen, sondern auch natürlich auch eine Menge weiterbauen. Aber wie gesagt, seid mal drauf gespannt. Es wird auf jeden Fall krass. Ey, Kevin, ich bin dir so todesdankbar, Mann. Das sieht so schön aus. Das fügt sich jetzt so schön ins Bild ein, Alter. Es ist richtig, richtig krass. Und Leute, geht auf jeden Fall alle jetzt gesammelt mal rüber nach der Folge zum Kevin und lasst ihm ein Dankesabo da, Leute. Kanallink ist ganz oben in der Videobeschreibung, Leute. Geht alle mal darüber und bedankt euch bei dem Boy, weil das ist, meine Freunde, echte Stärke, was er hier bewiesen hat, Leute. Also einfach nur krass, einfach nur heftig, Kevin. Vielen, vielen Dank dafür, Dicker. Wirklich. Ja, man sieht sofort, wenn man hier in der Nähe ist, egal ob man vom Meer kommt oder so, sieht man sofort diesen Ballon mit dann das R da drauf. Gut aus, man weiß einfach sofort, dass du hier wohnst. Ja, das ist so heftig. Wir haben auch geguckt, dass wir die Farben so von deinem Logo verarbeiten. Logo. Ja, richtig, ja, genau. Richtig krass, da haben wir uns dran orientiert. Ja. Also einfach nur geisteskrank, Leute. Einfach nur krass, ohne Witz. Und es ist noch, wie gesagt, eine Menge an meinem Haus zu tun. Wir möchten noch den Keller bauen. Ich habe noch die Batcave und so weiter, Leute. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, Kevin. Ich weiß ja nicht, wie weit du mit deinem Haus im Momentan bist, bei dir in der Stadt. Also ich bin da noch dran. Also das ist eher ein Großbauprojekt. Ja, ich habe aber schon mal geguckt, wo man hier wohnen könnte. Ich bin am überlegen, ihr habt hier unten noch so Bereiche frei, neben wo du die Villager eingesperrt hast, da der Berg da unten drin. Ja. Da ist ja gar keiner. Da wollte ich vielleicht anfangen zu bauen. Wo das Arbeitslosigkeitsmuseum ist. Ja, genau, dahinter aber in dem Berg. Ja, finde ich chillig, finde ich nice. Aber dann wäre ich auch in der Nähe hier und dann... in der Nähe vom Aufzug und so, ja, ist keine schlechte Idee, Leute. Also schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, Leute, ob ihr noch eine Idee habt, wo sich Kevin niederlassen soll. Wie gesagt, vielleicht können wir einfach Kevin auf den Berg von Petrit machen und Petrit vom Berg vertreiben. Wer weiß das schon, meine Freunde. Ich bin echt mal gespannt, was heute Abend abgeht, Leute. Wie gesagt, Petrit weiß, dass ihm etwas blüht und Petrit weiß auch ganz genau, dass er diese Strafe einfach hinzunehmen hat. Ich werde nicht zu viel kaputt machen, Leute, das verspreche ich euch, weil ich möchte nicht, dass jemand in der Arbeit so zurückgeworfen wird, wie ich das teilweise geworfen worden bin, ja. Das ist jetzt teilweise, die 6. Folge, wo ich keinen großen Fortschritt machen konnte oder sowas, weil halt solche Leute wie Petrit immer wieder hingekommen sind, alles kaputt gemacht haben, Leute. Aber, wie gesagt, es wird heute Abend auf jeden Fall eine Blutrache geben, die nicht allzu schön wird, aber vertraut mir, meine Freunde, ich werde das Ganze rational angehen und nicht alles zerstören, was mir in die Quere kommt, denn das wäre irgendwo nicht fair, meiner Meinung nach. Wir müssen jetzt mal ganz kurz den Ballon von oben angucken. Ey, Kevin, Alter. Oh mein Gott, wenn ich von Petrits Haus gucke.
Patrick wird diesen Ballon immer vor den Augen haben. Ah, das ist das Geilste eigentlich. Das ist das Geilste überhaupt, Alter. Das ist das Schönste überhaupt, Leute, dass Kevin diesen Ballon so gebaut hat, dass Patrick ihn immer sehen muss. Immer. Und Leute, schaut euch mal bitte an. Patrick hat keinerlei Fortschritte in seinem Haus gemacht. Nichts. Seht ihr das? Patrick hat überhaupt kein Interesse daran, hier in irgendeiner Art und Weise voranzukommen, Leute. Sondern Patrick will einfach nur bewusst zerstören. Patrick will einfach nur bewusst zerstören, meine Freunde. Deshalb muss ich heute Abend sagen, werden wir auch mal bewusst zerstören. Also, ich kann euch auf jeden Fall nur herzlich zum Livestream heute Abend um 19:30 bei mir einladen. Kevin, wann fängst du an zu streamen? Ich fange, denke ich mal, so gegen 14 Uhr an. Ja, Leute, wenn ihr schon früher was Zeit habt, dann checkt auf jeden Fall den Stream von Kevin aus. Geht da auf jeden Fall mal hin. Wir sehen uns da spätestens 19:30 Uhr bei mir heute Abend, meine Freunde. Und wie gesagt, dann geht's auf jeden Fall ab. Kevin, ich bedanke mich vielfach bei dir. Es sieht einfach nur unglaublich schön aus. Vielen, vielen Dank, Digga. Krass zu überraschen, wie wir es jetzt jemand in einem Projekt gemacht haben. Wirklich, es sieht einfach nur krass aus, ehrlich. Vielen, vielen Dank, Leute. Kevin, an dieser Stelle an dich. Und ja, Leute, geht auf jeden Fall alle mal zum G-Time rüber. Er hat es auf jeden Fall verdient. Ich meine, schaut euch dieses Meisterwerk mit diesem Haus an, Leute. Das ist schon eine Pracht. In diesem Sinne, meine Freunde. Vielen, vielen Dank, Kevin, an dich. Alle darüber jetzt, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.